Sie haben außerdem, und das ist etwas gerade in der heutigen Zeit, was immer wichtiger wird, Zugriff auf die Fernwartung und die Webinarteilnahme. Außerdem die Dongle-Lizenzierung, genauso wie Zugriff auf die Bildverwaltung. Sie können hier die Update-Konfiguration einstellen, die im Hintergrund die Ausführung von VE Update steuert. Und wenn bei Ihnen auf dem Dongle vorhanden, haben Sie das CRS, die Kalkulation und VI-Plan. Mit der Aussage auf dem Dongle vorhanden, darf ich Sie aufmerksam machen auf den untersten Part des Managers. Das heißt, hier steht auf diesem Dongle aktivierte Produkte. Das bedeutet, hier können Sie gerne nochmal schauen, was denn an Produkten bei Ihnen auf dem Dongle freigegeben ist. Bitte Achtung, wir haben in letzter Zeit immer mal wieder erlebt, dass insbesondere wenn Kollegen in ein Unternehmen gekommen sind, in dem vorher schon mit VI gearbeitet wurde und sie dann an einen neuen oder einen Arbeitsplatz einer anderen Kollegin rangekommen sind, dass hier unten Tools freigeschaltet sind auf ihrer Version, mit denen sie vielleicht noch gar nichts zu tun hatten. Das heißt also, machen Sie mal eins, schauen Sie mal, was dort alles freigegeben ist. Und wenn Sie dann zum Beispiel irgendwo solche Tools sehen wie Massen und Mengen und CAS und haben damit bisher noch nie etwas getan, dann darf ich Sie ganz herzlich einladen in den Bereich Dokumentation. Und dort haben wir neben dem Zugriff auf das Handbuch, auf die Kalkulationsmengenhilfe, auf die Dongle-Lizenzierung ganz, ganz, ganz wichtig, unsere FAQ-Wissensdatenbank. Das heißt also, wenn es jetzt so wäre, dass Sie sagen, okay, was wären denn jetzt, ne, die VI-Massen und Mengen, dann könnten Sie einmal entweder hier oben einfach über die Suche gehen oder Sie könnten genauso sagen, Sie klappen sich die Tools auf und schauen einfach mal über die entsprechende Dokumentation, was es denn für Möglichkeiten gibt, diese VI-Massen und Mengen entsprechend zu nutzen. Heißt also, der Manager an der Stelle ist Ihr Gateway in die einzelnen VI-Tools, bietet Ihnen Zugriff auf unsere Online-Unterstützung, auf Downloads und auf Seminar- und Webinarbuchungen, bietet Ihnen neben den Dokumentationen und dem Start der entsprechenden Programme hier unten auch die Funktion, zum einen aus dem Ordner Plan direkt per Doppelklick Pläne zu laden und wenn Sie mit den Kalkulationstools arbeiten, hier auch per Doppelklick einfach die Kalkulationen zu starten. Ganz wichtig, wie gesagt, die neuen Funktionalitäten, die eben im Manager sind, bitte beachten Sie, es könnte sein, wenn Sie den Manager sehr klein einstellen, das ist immer dann möglich, wenn rechts nicht das Bild ist, sondern Sie online sind, könnte es eben sein, dass Sie das eine oder andere Tool hier vielleicht gar nicht sehen. Das wäre etwas, was Sie nochmal überprüfen könnten oder einfach den Manager einmal so groß ziehen, dass hier keine Sidebars entsprechend zum Hin- und Herscrollen vorhanden sind. Das Backup ist etwas, Sie können es einfach per Doppelklick anstarten und dann wären Sie hier eben in der Lage, von dem Rechner, auf dem Sie das entsprechend starten, entweder Variante 1 eine Datensicherung zu erstellen oder diese einzuspielen. Für das Backup gibt es nochmal ein separates Video, können Sie sich dort entsprechend gerne anschauen. Und was ebenfalls neu mit der Version 23 ist, die Excel-Ausschreibung, wenn Sie über eine Kalkulation verfügen. Voraussetzung hier ist, dass Sie über Excel verfügen und wenn Sie entsprechend dort das Ganze nutzen, wären Sie in der Lage, Ausschreibungen, die aus der Kalkulation erstellt werden, ganz einfach mit zwei Klicks, ich gehe mal aufs Handbuch, da ist das alles komplett beschrieben, als komplette Excel-Sheets zu erzeugen, um zum Beispiel die Ausschreibung Ihren Bauleitern im Excel zur Verfügung zu stellen, wenn die nicht mit der Kalkulation arbeiten. Und für diese Erzeugung gibt es halt zum einen die Möglichkeit, dies ganz einfach in einem kompletten Excel-Tabellenblatt zu machen, das heißt also alle Gewerke hintereinander. Oder Sie hätten genauso die Möglichkeit, sich das Ganze so erstellen zu lassen, dass Sie in einzelnen Excel-Tabs die einzelnen Ausschreibungen haben. Also das alles
neue Möglichkeiten, die Sie sich hier nur über den VI-Manager entsprechend erschließen können. Das heißt, wenn Sie jetzt sehen, das ist bei Ihnen entsprechend auf der Version drauf, vielleicht mal mit den Kollegen reden, die für die Kalkulation zuständig sind, VI-Backup, wäre vielleicht eine wichtige Information für den IT-Administrator, wenn er im Unternehmen vorhanden ist, und würde Ihnen eben auch hier Unterstützung geben, wenn mehrere Arbeitsplätze von VI im Unternehmen vorhanden sind, mit ganz, ganz, ganz wenigen Klicks dafür zu sorgen, dass überall dieselbe Anwenderplattform vorhanden ist.